In der Herrschinger Post brennt das Team für steirisch-bayerische Küche und für seine Gäste. Soul Food mit Familienanschluss. Die Besonderheit am Gasthof zur Post ist schon die Familie, dass man aufgenommen wird. Das Bayerische, das gefällt mir besonders. Lob auf ganzer Linie? So muss sein Spirit sein, jawohl. Was habt ihr euch dabei gedacht? Oder droht der totale Verriss? Das macht abhängig. Moritz greift nicht so beherzt zu. Der feine Herr braucht für seine Spare Ribs Besteck. Das habe ich gar nicht gesehen, sonst hätte ich ihn wirklich eine reingehauen. Tut mir leid. Wer angelt sich den goldenen Teller im bayerischen Fünfseenland? Griechische Küche brachte Guidos Taverna Santorini gestern 32 Punkte ein. Doch auf den Gastro-Olymp wollen auch vier andere. Heute geht Profikoch Mike Süßer am Ostufer des Ammersees auf Landgang. Sein Ziel, der Gasthof Die Post in Herrsching. So, ihr Lieben, zweiter Tag, jetzt geht's zum Schorschi. Ich würde sagen, waschechter Bayer, ne? Welche Art von Küche erwartet mich hier? Das kann ich euch jetzt zeigen. Ja? Schau mal, ich drehe mich mal. Das ist auch Bayern. Was für ein Hammer-Biergarten. Ne? Bisschen bunt, das sehe ich jetzt schon, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Traditionelle Speisen, brauche ich nicht drüber nachdenken. Aber ich sag euch was. Ein gutes Cordon Bleu, ein toller Tafelspitz, Haxen, Sauerkraut, egal was. Mag ich genauso. Hat in diesem Wettbewerb auf jeden Fall genauso seine Chance. Also, schau ich mir an. Traditionell ist die ehemalige Poststation aber nur auf den ersten Blick. Mike steht im Schilderwald. Ja, es ist bunte Vielfalt, würde ich jetzt sagen. Ne? Es ist, ich kenne die Biergärten in Bayern irgendwie ein bisschen anders. Muss man auch mögen. Denke ich mir jetzt aber irgendwie lustig. Skurril ist das richtige Wort, oder? Es sind überall gelbe, bunte, quietschige, alles voll. Das ist Hippie-Kultur trifft Biergartenphilosophie. Vielleicht hat ja dieser junge Mann eine Erklärung dafür. Wer bist denn du? Ich bin der Schorschi. Ich bin hier der Gästeverwöhner im Gasthaus der Post. Gästeverwöhner? Klingt ja, als würde dir dein Job richtig Spaß machen. Es ist einfach schön hier. Da hat man jeden Tag Freude an der Arbeit. Da geht man schon lachend rein und lachend raus. Und das ist toll. Und das kommt auch gut an bei den Leuten, doch. Und das ist euer Gastraum? Urig. Aber bayerische Lokale gibt's ja hier wie Sand am Meer, habe ich gehört. Was genau zeichnet euch denn aus? Besonderheit am Gasthof zur Post ist schon die Familie, dass man aufgenommen wird. Das Bayerische, das gefällt mir besonders. Und das ist einfach herzlich hier. Einfach gut aufkommen. Ob Mike das gleich bestätigen wird? Und, sage ich ja. Noch ist der Profi allein auf weiter Flur. Doch dann. Da ist der Schorsch. Schau. Schorsch. Mike. Servus. Servus. Hallo. Christi. Christi. Hallo. Schön, dass du bist. Ja, die Dame. Hey. Hallo, hallo. Hallo. Servus. Christi. So, erzähl mal hier, wer ist wer? Also, dich. Das, pass auf, nur, dass ihr mal wisst, wie ich hier durch Deutschland marschiere, gell? Ich marschiere immer hin, weiß nix, aber ich habe keine Ahnung, was und wie. Bist du jetzt der Chef da und Pächter, Inhaber oder wie läuft das hier? Der Schorsch ist nur der Gästeverwöhner. Der Gästeverwöhner, was heißt das? Bei uns heißen die Kellner Gästeverwöhner. Bist du die Chefin jetzt, ja, oder? Genau. Aber wieso schickst du her? Du, weil ich keine Zeit hab. Na, schau an, ne? Es muss nicht immer der Chef sein, wenn man bei uns in der Sendung mitmachen will, ne? Das heißt, hast du dich freiwillig gemeldet? Hat der Chefin gesagt, das machst du mal schön, oder wie? Ja, aber weißt du, ich war in Thailand im Urlaub und da ist. So. Ja, und da war ich die Postwirtin an dem Tag. Dann warst du die Postwirtin an dem Tag, ja, sozusagen. Und jetzt für die ganze Woche, oder? Ja. Darfst du das Haus vertreten? Ja. Ist aber toll. Das heißt. Ich krieg dann noch mal Dirndl, ne? Na, so weit geht's nicht. Aber ihr habt eine schöne Mischung. Es gibt auf jeden Fall viel zu sehen, viel zum Grapschen, viel so Puzzlezeugs, oder? So, kann das sein? Ja. Du. Das Ding ist riesig. Also Biergarten, Formhaus, hier Gaststube, oder wie nenne ich das jetzt hier? Genau. Vorne an der Bar ist auch noch irgendwas. Wintergarten. Wie viele Leute können da maximum sitzen? Also hier drinnen haben wir 180, auf der Terrasse auch nochmal 180. Und im Biergarten haben wir dann so 500 Plätze. Also wenn hier der Laden mal brummt, dann ist schon was los mit über 800 Gästen. Und da gehen schon Essen raus. Jetzt ohne Scheiß. Ja, und an einem guten Tag hauen wir dann so 800 Essen. Hauen wir schon raus. Boah. Ja, und da hat der Petrit richtig was zu tun. Petrit ist der Küchenchef, Petrit ist unser Küchenchef und ich hoffe, dass du jetzt dann einmal zu dem gehst, oder? Ja. Und dann ausgehend die umziehen.
Ja? Danke, das ist mal so, bin ich außer. Alter Fuchs, ist sie immer so? Ja, freilich. Ja, freilich. Aber ich genauso du. Ja. Da geht's nach linker Hand und dann siehst du schon. Okay. Habe ich schon noch nicht gelernt. Also, pfiat euch. Servus. Charmant hinaus komplimentiert, doch Mike bleibt nicht lange sprachlos. So, hier soll irgendwo der Petrit sein. Servus. Servus, Mike. Also, endlich, oder? Hi. Hallo, hallo, Peter. Freut mich. Hallo, ja. So. Alter, was für eine geile, tolle, ne? Das ist, der schaut aus wie Kavalier. Das ist ja gerade, der heißt jetzt Andi. Schöne Küche hast du, aber hier geht was. Da hier draußen was, ja. Ist Platz ohne Ende. Dafür ja. Ist die Küche übersichtlich, aber nicht klein. Aber nicht klein, aber geht schon was, ja. Die ist jetzt nicht riesig, riesig, aber sie ist auf jeden Fall groß genug, gut organisiert. Da hat man ja auch ein ganzes Team. Das wird schon passen so. Was gibt's denn? Wir kochen heute so eine Tafelspitz, eine gesottene Tafelspitz. Schön. Klassisch, bayerisch ein bisschen. So. Hier habe ich eine bayerische Ware. Ja, bayerische Ware. Also Tafelspitz. Tafelspitz. Ist ja oberhalb der Hüfte, Schwanzstück. Gell? Richtig. Damit man das einfach weiß. Und ja, ist ideal für zum Kochen. Zum Kochen, zum Schmoren. Ja. Also ist sehr schön. Das setzen wir mit ein bisschen Markknochen ein bisschen. Das unterstützt den Geschmack ein bisschen. Mhm. Ich liebe Tafelspitz. Muss ich jetzt mal schnell sagen. Ne? Das ist schon dann jetzt nicht so ohne. An ja. Das heißt, das ist natürlich dort schon einmal gegeben. Ja. Und ich sehe, dass ich bin ja nun doch auch noch ein Kollege, darf ich ja, mal sagen. Klar. Das heißt, das klassische Mirepoix-Gemüse sieht genau. Man hier. Das ist ja mal schön, die Schule schön. Also mit gelbe Rüben hast du, Karotte, Lauch, Sellerie, Petersilienwurzel. Ne? Petersilienwurzel, Zwiebelchen. Das ist so das, was angesetzt wird und hier nämlich schon rumschwimmt, oder? Richtig. Gebräunte Zwiebeln nehme ich an. Gebräunte Zwiebeln haben wir hier auch noch. Zeig mal schnell. Jawohl, die wird dann so angegrillt, ja, damit richtig Geschmack und Power Geschmack in die Suppe reinkommt. Okay. Das ist mal klassisch. Das ist schon mal Daumen nach oben, nichts pulvermäßig, sondern. Nein, bitte. Nein! Gute Reaktion! Nein! Ja, das ist klassisch. Ne? Also so gebräunte Zwiebel und jetzt sagt der Kritiker, die ist ja schwarz. Die ist ja schwarz. Ja. Die wird so gemacht, das haben die alten Küchengötter uns so beigebracht. Das gibt der ganzen Suppe Farbe, aber auch noch mal Power. Ihr kriegt einfach mehr Bums. Dann kommen Gewürze. Gewürze, schau mal her. Und da gehen wir mal hin. Da kommt hinten Petersilie, Liebstöcke, Magikraut. Genau. Oh, und dann kommt Pfefferle, naja, Nelken nicht unbedingt, Wacholder. Ganz wenig. Ganz wenig. Minimal. Wacholder, Lorbeer, Piment, ein bisschen Salz. Und schon hat man zu Hause ein Süppchen, das dir die Ohren wegfliegt. Von Feinsten, ja. Ne? Und das ist übrigens, wenn du eine Erkältung hast, überhaupt immer geil. Okay, das da haben wir verstanden, hat jeder gesehen. Ja. Das ist das Ergebnis, oder? Richtig. Jetzt nur mal, damit man das einordnen kann. Wie lange kocht das dann wirklich bei dir? Zwischen 4 und 5 Stunden. Okay. Jetzt haben wir nicht richtig viel gekocht, ne? Aber der will mich loswerden, ne? Die haben 800-900 Essen am Tag, ne? Und im Wettbewerb. Natürlich ist der vorbereitet. Was gibt's denn für Beilagen? Beim Tafelspitz gibt es ja auch immer so eine Geschichte. Also ich mag ein bisschen klassisch mit Wurzelgemüse. Mhm. Und dann ein paar Salzkartoffeln. Mhm. Und Brezen, Creme. Ja. Gemüse ist geil? Klar. Dein Semmelcreme, der interessiert mich. Ja. Weil wie du das ausschneidest und Gemüse schwenkst, das nicht. Aber den Semmelcreme, den will ich sehen. Ist okay? Ja, klar. Dann machst du mir jetzt mal einmal frisch. Ein bisschen rühren. So, man kann den Brezen von vorigen Tag. Ja, genau, das ist auch super. Verwenden. Weil man es einfach, wie die Semmel auch, wenn sie getrocknet ist, einfach verwenden kann, ne? Genau. So, das kommt dort rein, gell? Genau. Dann Brezen rein. Gibt's denn irgendwas zu beachten? Wichtig ist reichlich Flüssigkeit. Mhm. Dann kleine Schuss Sahne. Die Küche ist aber dann schon also wirklich so bayerisch, österreichisch-bayerisch, oder? Bayerisch, so habe ich rausgehört. Richtig, ja. Das möchte ich sehen, wie das fertig geht. Ist das, da hast du einen Meerrettich. Der ist aber aus dem Glas. Tafelmeerrettich. Ja. Wir würzen den ein bisschen mit Muskatnuss. Ja. Ja. Bisschen Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. So, jetzt muss ich mir das wie folgt vorstellen. Das wird jetzt nicht gemixt, sondern das weicht genau, ja auf. Gell? Richtig. Dann kommt ein frischer Meerrettich hinein, oder? Genau, am Und dann Schluss. Wird serviert und oben kommt noch dann eben ein bisschen Grünzeugs drauf, oder? Richtig. Fertig. Ja. Man kann mal davon ausgehen, dass da richtig gut gekocht wird. Ne? Das darf ich jetzt gleich mal vorausschicken. Ne? Der Petrit hat einen hohen Anspruch, macht das alles frisch, alles toll. Finde ich klasse.
Bis das Essen fertig ist, verwöhnen Elisabeth und Schorschi Mike mit einem schönen kalten Bierchen. Gibt Schlimmeres. Oh, schau, jetzt geht's schon los. Ja, sehr gut. Na, das schaut toll aus. Das ist ja urig, das Ding. Mhm. Das kriegen wir auch von Flohmärkten oder Gäste bringen uns das vorbei, weil sie wissen, dass wir das da voll drauf stehen. Ma, wenn das jetzt nicht lecker ist, oder? Hoffentlich hast du oder? Auch was gemacht. Hunger. Nee, nix da. Jetzt ist der Süßer da. Schöne, eine schöne Präsentation. Als absoluter Tafelspitz-Fan ist Mike ein harter Kritikerbrocken. Findet er in Petrit seinen Meister? Cooler Typ bist du, ne? Ja. Finde ich. Ohne Scheiße, das meine ich wirklich so. Und er kocht gut. Fleisch ist toll gekocht, gute Qualität, Metzgerqualität. Gemüse auf Biss, nicht so ein lätscherter, weicher Blödsinn. Ne? Also hoffentlich klappt alles so. Das ist für mich ein feines Gericht. Das passt hier super her. Ihr seid echt urig. Ich wünsche euch für diesen. Nein, wirklich, ich wünsche euch viel Erfolg nachher. Okay? Ich trinke ein Bier auf euch. Bitte, danke, Herr Kollege Schorschi. Danke. Also zum Wohl und Elisabeth, alles Gute. Ja? Gute Nummer. Zeit, Bilanz zu ziehen. So, was habe ich am Anfang gesagt? Muss man mögen, ne? Dieser bunte Biergarten, als ich gekommen bin. Das sind bunte Vögel und ich mag's. Wirklich, die haben seit 7 Jahren Erfolg, so wie sie sind. Und sie sind herzlich, echt klasse. In den Wettkampf, gestern habe ich alle ein bisschen kennengelernt. Vielleicht ist das nicht jedermanns Sache, das muss man mal abwarten. Aber das Essen war toll, traditionell, modern. Ist noch mal was anderes. Also ich hoffe, dass der Petrit da noch mal richtig einen raushaut. Ne? Also würde ich mir wünschen. Ich habe nichts gegen Traditionelles, schlägt oft Modernes, aber versprochen ist versprochen. Ich schau drauf.